Eine tödliche Seuche bringt Amerika an den Rand des Abgrunds. Ein internationaler Geheimbund versucht, die Situation auszunutzen und die Weltherrschaft zu übernehmen. Nur einer kann die Welt retten, J.C. Denton. Er ist Agent der Sicherheitsorganisation UNETCO und verfügt durch in seinen Körper eingesetzte Mikrochip-Implantate über Spezialfähigkeiten. Erleben kann man diese Story bei dem düsteren Science-Fiction-Action-Adventure Deus Ex, das zudem einige Rollenspielelemente aufweist. Als Spieler sammelt man Erfahrungspunkte und rüstet im Laufe der Zeit seine Charakterwerte und Implantate immer weiter auf. Auch die Fähigkeiten von J.C. Denton wachsen Schritt für Schritt an. So kann er im Laufe des Spiels beispielsweise bei Nacht sehen, schneller laufen und extreme Kräfte entwickeln. Die Handlungsfreiheit ist enorm. Jedes Problem, jedes Rätsel, jede Situation lässt sich auf mehrere Arten lösen. Waffengewalt und wildes Herumballern ist ebenso möglich wie meisterdiebmäßiges Schleichen und Austricksen der Gegner. Wie in System Shock 2 hat man auch hier Zugang zu zahlreichen Computern, Datenbanken und Sicherheitssystemen, die manipuliert werden können. Die Wahl der Vorgehensweise wirkt sich auf den Verlauf der Geschichte aus. Es existieren drei mögliche Endsequenzen. Handlungsorte sind im Übrigen reale Städte rund um den Erdball, wie etwa New York oder Hongkong. Obwohl die Grafik auf der Unreal Tournament Engine basiert, sieht sie dennoch nicht ganz so farbenfroh und effektvoll aus, wie man erwarten könnte. Erwarten kann man aber ein gut gemachtes Action-Adventure, das für einige Kurzweil sorgen wird, obwohl es mitunter sehr story- und dialoglastig ist. Aus allen Rohren feuern ihre schwer bewaffneten Soldaten auf eine heftig verteidigte Station des Gegners. Und wenige Sekunden später fliegen den Feinden die vier wichtigsten Wände um die Ohren. Mit Aktionen dieser Art werden sie die meiste Zeit zu tun haben, wenn sie sich auf Ground Control einlassen. Anders als das gleichfalls aktuelle Dark Reign 2 konzentriert sich der schwedische Echtzeitstrategietitel völlig auf heiße Gefechte. Diese finden in 3D-Landschaften statt, die recht trostlos erscheinen. Ungewöhnlich ist die Bedienung der Kamera, wobei sich nach einer gewissen Einarbeitungszeit die Vorteile dieser Art von Steuerung offenbaren. So können Sie in Windeseile an einen Brennpunkt springen und mehrere Einheitengruppen gleichzeitig managen. Wichtig dabei: Verlieren Sie nie die Übersicht, sonst sind Ihre Truppen ein gefundenes Fressen für den Gegner. Bereits in der Einführungsmission versucht der technisch anspruchsvolle Echtzeitstrategietitel Dark Reign 2 den Spieler beim Schlafittchen zu packen und für Stunden an den Monitor zu fesseln. Das gelingt ihm allerdings nur teilweise. Einerseits macht es Spaß, auf einfache Weise komplexe Militärlager zu errichten und etwa auf Seite der Sprawler gegen die JVB zu kämpfen. Auch die Atmosphäre kann beinahe mit dem Referenztitel Earth 2150 mithalten, wozu nicht unwesentlich der hervorragende Soundtrack beiträgt. Weniger gelungen ist das Design der Landschaften, die unnötig öde wirken. Während der Kämpfe beliebt sich allerdings die Ansicht, denn die Explosionen und sonstige grafische Effekte sind vom Feinsten. Hier sehen Sie zum Beispiel, wie die schwere Artillerie der Sprawlers ein paar angreifenden JVB-Einheiten einheizt. Die jeweils 10 Missionen pro Kampagne sind abwechslungsreich gestaltet und ermöglichen es Ihnen, auch mal mit behutsamem Vorgehen einen Auftrag erfolgreich zu erledigen. So, so. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Die Mäuse, das sind bei Activisions neuestem Rollenspiel Nager der größeren Sorte. Es sind blutsaugende Vampire. Vampire, die Maskerade, ist geprägt von actionreichen Kämpfen und einer Handlung zum Mitbluten. Das Spiel ist eines der bissigsten und grafisch schönsten Rollenspiele der letzten Jahre. Während die Jahrhunderte verstreichen, tigern sie darin als untoter Christoph durch Höhlen, Kirchengemäuer, Labors und Diskotheken und verprügeln unterschiedlichste Gegner.
Von Zombies über lebendige Schatten, zaubernde Beißer und flügelschlagende Gargoyles bis hin zu modernen Punks und waffenstarrenden Attentätern. Die Hauptwegpunkte auf der Reise sind Prag, Wien, London und New York, jeweils inklusive stilechter Architekturperlen. Lebens- und Magie-Energie für die über 65 Sprüche im Spiel ziehen sie aus Menschenblut. Begleitet werden sie von bis zu 3 wechselnden Vampir-Veteranen. Blind draufhauen ist allerdings auch im Team nicht. Zu versiert gehen dafür die Gegner zu Werke. Ohne die richtige taktische Position und Aufteilung in den Levels landen sie rasch in den ewigen Zahngründen. Richtig unfair wird's aber nie. Entwarnung kann für notorische 3D-Hasser gegeben werden. Dank der extrem simplen Steuerung bleiben Verwirrungsmomente aus.